Eingebettet in das gewaltige Massiv des Großglockner, über den wilden Tälern der Hohen Tauern, liegt Europas größtes Stauwerk, Kaprun. Hier ist der Schauplatz eines Filmes, der uns in Bildern von einmaliger Schönheit den dramatischen Kampf der Männer von Kaprun gegen die unbarmherzige Welt der Berge schildert. Im Mittelpunkt des Geschehens steht der Sicherheitsingenieur Peter Dahle. Sicherheitsingenieur? Das Wort habe ich noch nie gehört. Ist das ein neuer Berufszweig? Und was ist Ihr Ressort? Unfallverhütung und Sicherheitsmaßnahmen. Dann sind also Sie für die Unfälle in Glockner Kaprun verantwortlich. Ich habe meine Arbeit hier stümperhaft angefangen, weil ich es nicht besser wusste. Aber jetzt kenne ich meine Aufgabe. Und ich werde mich für Sie einsetzen, gleichgültig, ob du dafür oder dagegen bist. Wie kommt denn so ein Glanz in unsere Hütte? Warum sind Sie denn auf den Moserboden gekommen? Ach, nicht so wohlmensch. Frau, schöne Frau. Also auch Geld verdienen. Würde ja nicht schwerfallen bei deiner Figur. Was soll es denn kosten? Tribussen, wir brauchen Sie. Der Berg hat wieder mal zugeschlagen. Ja. Ist denn das nicht sein gutes Recht? Sagt's lieber gleich, der Herrgott hat zugeschlagen. Weil ihr gegen ihn frevelt? Sie brauchen keine Angst zu haben, Maria. Ich werde immer für Sie da sein, wenn Sie mich brauchen. Lassen Sie mich in Ruhe und ich rufe um Hilfe. Den Rauschmiss habe ich doch wohl dir zu verdanken. Hä? Bitte Feueralarm geben. Ja, Feueralarm! Das Lied von Kaprun. Mensch und Technik im Kampf gegen ungebändigte Naturgewalten. Das Lied von Kaprun, die Geschichte eines Mannes im Konflikt zwischen Pflicht und Liebe. Sie liebt diese Welt der Geselligkeit, der Tradition, jawohl auch des Luxus. Und kann in deiner Welt niemals glücklich sein, genauso wenig wie du in der ihrigen. Denn zwischen deiner und meiner Welt ist eine Kluft, über die es keine Brücke gibt. Ich kenne eine Brücke. Liebe. Das Lied von Kaprun, der Film vom Bau des größten Kraftwerkes, das je in Europa errichtet wurde, mit Waltraud Haas, Albert Lieben, Eduard Köck, Ida Krottendorf, Gustl Stark-Stettenbauer, Joachim Fuchsberger und Peter Karsten.